So, wie ich sagte, eigentlich wollte ich ja noch eine zweite Vorratskammer hier unten dran bauen. Das klappt allerdings jetzt gerade nicht, weil ich nicht genug Materialien habe. Das Einzige, was ich machen kann, ist hier die Jungs einzeln anwählen, die schon Stufe 2 sind, und ihnen bessere Rüstungen geben. Das kostet mich 5 Materialien. Einmal eine Rüstung. So, kriegt er auch eine? Genau. Hat jetzt gerade mal seine Rüstung verdoppelt. Und bei dir? Ja, auch um 10 erhöht. Genau. Hat mich jetzt allerdings 10 Materialien insgesamt gekostet. Sollten wir also nicht. Ja, gut, im Augenblick nicht am Anfang nicht so häufig machen, wenn wir nicht genug Materialien haben. Was machen wir jetzt? Wir können unsere Tankeinheiten, also zum Beispiel den Recken und den Schreckensfürsten, verbessern mit dieser Fähigkeit hier. Das sind übrigens Runen. Die verdienen wir uns nach Missionen einfach dazu. Gegenstände herstellen. Ah ja, das sind Rüstungen. Einheiten ausrüsten, das gibt alles Punkte. Nehmen wir halt das hier, so. Dann werden unsere Tankeinheiten etwas besser. Okay. Wir machen jetzt einen Überfall an der Oberfläche. Gucken wir mal kurz, wir sind hier. Wir könnten Gold gebrauchen. Also schicke ich mal meinen Squad 1 los. Bild währenddessen neue Truppen aus. So. Damit ich nachher meine Squads etwas umgestalten kann. So, wir haben wieder genug Pilze, dass ich die Materialien umwandeln kann, weil ich brauche Materialien, um wenigstens einen Recken zu rufen. I feel the need. So, gucken wir mal kurz auf die Karte. Ah, sie sind schon fertig. Gut. Hat sich das Helfen erübrigt? Ah, mein Speer hat Some schon wieder. poisonous plants have been found on a raid site. Let's keep them. You never know when they might come in handy. Jawohl, Überfallerfolg. Und wir haben sogar für den Überfall einen DEC erhalten. Mal gucken, wo stehen Überfälle. Die müssten wahrscheinlich. Ist wenigstens schön übersichtlich gehalten, wo alles ist. Also, das hier sind. Fallenkonstruktion und so weiter. Pilze, Materialien, wenn wir sowas zusammensammeln. 4 verschiedene Fallen. Einheiten ausrüsten und so weiter. Kostenlose Einheiten. Stufe Einheiten erreichen. Ah, durchs Einheitenbeschwören kriegen wir natürlich auch. Da, Überfälle. Also durchs Graben, durch das Bauen von Räumen. Und durch Überfälle. Dungeon-Stufe. Schätze haben wir schon mal gekriegt. Ein Punkt. Mana-Einsatz gibt auch. Stufe 3 Trupp. Helden extrahiert. Nein, den Extraktor können wir noch keine Helden packen. Wir haben nämlich noch keinen Extraktor. Aber wir können Helden töten. Das gibt auch nochmal Punkte. So, jetzt haben wir aber genug Gold für Squad Nummer 2. So, da packen wir erstmal einen meiner Barbaren rein. Weil hier kommt jetzt ein Priester rein. Hier kommt eine Scherge rein. So. Und man sieht schon, wir kriegen Bonus-Sachen durch den Trupp. Also dadurch, dass wir den Trupp hier aus 4 verschiedenen Einheiten zusammengebaut haben, kriegen wir 2 Fähigkeitskombinationen. Einmal Todesstreich. Okay, wenn die Einheit stirbt, 50% Schaden. Und wenn sie stirbt, heilt sie Truppenmitglieder. Ja, wenn wir das nämlich nicht machen, genau, wenn wir 2 gleiche Einheiten, dann verschwinden diese Boni. Und ich glaube, die Sachen sind auch abhängig von den Stufen der. Genau, ich glaube, von der Stufe des Squads und von der Art der Einheiten, die drin sind in dem Squad. Gut. Out of the pit into a hellhole.
So, wir haben zwei Truppen. Wir sollten mal beide zum Essen schicken. Übrigens sollten wir jemanden hinschicken, der auch Essen macht. Wie viele Räume haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, die besetzt sind. Also brauchen wir noch mindestens einen Arbeiter. Oh, mehr können wir auch gar nicht rufen. Erst ab Stufe 4, genau, kriegen wir zwei neue Arbeiter. Ach nee, wir sollten uns erstmal gen Süden vorgraben. Das ist auch eine gute Idee. Einmal gen Süden, bitte. So, damit wir nämlich hier noch den Trainingsraum uns einheimsen können. Der ist nämlich ganz wichtig eigentlich. Also den finde ich fast schon etwas wichtiger als die beiden Räume hier und hier. Denn hier können wir unsere Truppen hochtrainieren. So, nochmal. Und wir sind durch. Und die Skelette töten. So, sehr schön. Haben wir sie weg. Und weg sind sie. So, Raum reparieren, damit er uns gehört. Währenddessen kann ich schon mal Squad 1 oder 2 hierhin teleportieren und sie zum Essen schicken. So. Oh, wir haben Dungeon Stufe 4 erreicht. Das heißt, wir könnten zwei neue Arbeiter ausbilden. Und wir haben Fähigkeitspunkte gekriegt. So. Der Trainingsraum ist fertig. Jetzt können wir hier unsere Truppen trainieren lassen. Und zwar können wir so nur 1er-Einheiten auf 2er upgraden. Oder hochtrainieren lassen, besser gesagt. Das relativ schnell geht, aber halt auch wieder Aggressivität kostet. Dong, dong, dong. So. Squad 1 ist jetzt schön abgelevelt auf Stufe 1. Auf Stufe 2. Squad 2 sollte noch auf Stufe 2 hochgelevelt werden. Und zwar können wir sie jetzt trainieren lassen, indem wir sie einfach in den Übungsraum schicken. Ja, man merkt, jetzt am Anfang, wo wir nur zwei Squads haben, reicht ein Raum pro Typ. Aber später sollten wir, wenn wir 5 Squads haben können, also den 5. freigeschaltet haben können, sollten wir wirklich gucken, dass wir mindestens 2 Küchen haben, dass 2 Squads gleichzeitig essen können. Jetzt reicht aber erstmal noch der eine Raum jeweils mit 2 Squads. Und der Trainingsraum braucht übrigens auch keinen Arbeiter, der drin arbeitet. Was auch schon auch nochmal ganz schick ist. So. Was man im Übungsraum allerdings noch machen kann, also im Augenblick geht es nur, Truppen auf Stufe 2 hoch zu trainieren. Für Stufe 3 brauchen wir Opfer. Sieht man hier zum Beispiel an der Zielscheibe, dort müsste ein Held gefesselt werden. Genauso wie hier oder hier, wo es schön blutig ist. Also im Augenblick können sie sich nur auf der an den Übungspuppen auf Stufe 2 trainieren, sonst nichts. So, der Squad ist fertig. Deswegen schicken wir den mal jetzt in die Archive. Während Squad 1 hilft, die den Dungeon zu verteidigen. Weil es wundert mich, dass noch keine Heldenangriffe gekommen sind bis jetzt. Wahrscheinlich, weil wir das Archiv noch nicht überfallen haben. So, wir könnten uns theoretisch schon hier ein Stück durchgraben währenddessen. Dumm, dumm, dumm. Genau. Und hier ein Stück durchgraben.
in den Raum. So, gucken wir mal kurz auf die Weltkarte. Ah, die sind schon fertig. Sehr schön. Das ging relativ fix, die Stadtarchive zu überfallen. Dungeon-Bevölkerung 8 von 18. Erhöht Fallenanzahl, erhöht Arbeitermaximum. Ab Stufe 8 kann dein Dungeon große Heldengruppen anlocken. Ja, wir könnten jetzt theoretisch auch Fallen bauen, wenn wir Materialien dafür hätten. So, wir können mit der Erkundung der Kanalisation beginnen. Vorher will ich allerdings meinen zweiten Squad Evolution. Hier sieht man es übrigens. Abgründiges Rot. Hier ist nochmal die der Charaktersheet von Baal zu sehen. Also mit allen Sachen, auch mit den Zaubern, den Fähigkeiten und der Stufe. Jupp. Gut. Okay, schicken wir Trupp 1. Obwohl, das ist Trupp. Trupp 1, genau. Trupp 1 mal los. Gucken wir, wo ist das nächste. Wo ist unsere Dungeon? Da ist unser Dungeon. Dann schicken wir Trupp 1 mal hier hin Materialien besorgen. So, da hält nämlich gerade etwas ausbleiben. Müssen wir gucken, dass wir so an Materialien kommen. So, helfen wir mal ein bisschen. Oh, der hat auch meinen Priester und jetzt auf meinen Speer. So, sehr schön. Wir haben Materialien. Die bekommen wir natürlich noch, damit können wir dann die Truppen upgraden. Also die Rüstungen der Truppen upgraden. Das mache ich jetzt schon mal bei dem Squad hier. In guter Voraussicht. So, Überfallerfolg. Hier liegt jetzt der Beutesack. Der wird abgeholt und dann kriegen wir mehr Materialien. So. Oh, und wir können uns jetzt den Schreckensfürsten noch holen. Sehr schön. Gut. Jetzt gehen wir mal jeden Trupp durch. Also man sieht hier über dem Health-Balken ganz klein ein Symbol. Wahrscheinlich werdet ihr das kaum erkennen, dass die schon bessere Rüstungen haben. So, und dem Rest geben wir auch mal Rüstungen. Okay. Als nächstes sollten wir vielleicht unseren Weg zur Schatzkammer etwas absichern. Und zwar haben wir hier ja jetzt Fallen. Und mit den Ladders have appeared. Oh. Na, das ist nicht so gut. Es sind Leitern aufgetaucht. Und über Leitern können gegnerische Helden, beziehungsweise können Helden eindringen. Deswegen sollten wir gucken, dass wir die Leitern zerstören, bevor Helden darüber eindringen können. So, genau. Jetzt werden wahrscheinlich dann demnächst Helden kommen. Und für die sollten wir uns etwas vorbereiten. So, indem ich hier ein paar Fallen hinsetze. What's the point anyway? Und mich mit den Truppen hier hinten her zurückziehe. Genau, jetzt sind hier Fallen geladen. Die dürften ein bisschen helfen. So, wir warten auf die Heldentruppe.